Na gut, na gut. Ups. Okay, wir haben, was wir wollten. Kein Grund, also hier noch länger herumzuhängen. Wahrscheinlich hier Froschaugen beim Leschen gemacht, standen da vielleicht ein paar leckere Kochrezepte, Mumpf. Aber ich glaube, Hilda hatte recht. Diese Teile an der Wand sind ganz bestimmt der Schlüssel, um das Siegel zu brechen. Schön, wie er einfach Marquinnas Aussage komplett ignoriert. Egal, das können wir alles draußen austüfteln. Jetzt erstmal schnell wieder in die frische Luft. Setzt die Spiegel wieder ein. Wer ist da? Der Energiefluss ist unterbrochen. Der wichtige Energiefluss nach Terra. Seid ihr diejenigen, die Terra stören? Was ist das denn für ein Viech? Ich bin der Lamantinaut. Noch einmal, setzt die Spiegel wieder ein. Du kannst hier rumbrüllen, wie du lustig bist. Aber die Spiegel geben wir nicht mehr aus der Hand. Wie ihr wollt, dann werde ich sie mir eben zurückholen. Tja, ist ja gut, ist ja gut. Alle chic, alle chic. So, okay. Hey, ein Elixier, Mensch. Das habe ich jetzt gebraucht. Der Lamantinaut hat Level 46. Also weder ein Level 4 Sanctus noch ein Level 3 Deflex. Schade eigentlich. Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Wir versuchen es trotzdem einfach mal, weil es lustig wäre. Nee. Wie gesagt, ich habe auch nicht damit gerechnet. Madin, braucht zu viel MP. Lassen wir erstmal Eisgar. Okay. Auf alle. Das ging eigentlich vom Schaden her. Ich habe mit Schlimmerem gerechnet. Okay. Oh, gleich ein Orihalkon. Nice. Nice, Sida, nice. Okay. Die Mithrilkralle will ich trotzdem haben. Auch wenn ich wahrscheinlich demnächst kaufen kann. Ist mir egal. Ist Geld. Ich will Geld haben. Wow. Das war ja richtig viel Schaden. Hart. Hart, aber fair. Oder so. Stahl fehlgeschlagen. Jo. Regeneriert MP. Führt Regen aus. Das wollte ich, genau. So. Goblinschlag war. Ja. War genau das, was ich jetzt machen wollte. Okay. Ist nicht viel Schaden, aber immer ein bisschen. Besser als nichts. Dracomegere. Einfach weil es auch geil klingt. Nischt. Mist. Tja. Habe ich ihm gerade. Nee, okay. Ich dachte schon, ich habe ihm gerade MP wiederhergestellt. Wow. I don't even. Und so. Hey, er öffnet sich. Nice. Ja, ich habe Rotschopf vor der Burg gehen lassen. Hallo, Flasche. Bin ja ein netter Kerl. Wenn sie gehen wollen, sollen sie gehen. Bin niemand, der jemanden zwingt zu bleiben.
frage mich halt echt, warum. Warum die hier so viel, so wenig Schaden machen. Verstehe ich nicht ganz. Aber nein. Sanctus. Ist mir jetzt egal, Mann. Ich will jetzt endlich mal Schaden drücken. Yo, nice. So muss das aussehen. Genau so muss das aussehen, bitte. So. Dann haust du mal hier noch eine Totalabwehr rein, weil wir es können. Und noch ein Sanctus. Weil wir es können. Ah, wie schön. So, verbrauchten MP einfach mal wieder herstellen. Ach, herrlich. Herrlich, sage ich euch. Herrlich. Und ich glaube, das wird jetzt das letzte Sanctus, das ich brauche. Oder? 29.000? Ja, vielleicht brauche ich danach noch eins. Weil so viel Schaden hätte ich ja noch nicht gedrückt bisher. Ja, die Klaue fehlt noch. Scheiß drauf. Ganz ehrlich. So oft nutze ich Magoni nicht. Klaue ist halt echt nur wäre halt echt nur nice to have. So, das Wichtige war das Orihalkon, was ich jetzt hab. Und der Rest, ja, was soll's. Ah, da haben wir sie doch. Na Mensch. Ja, jetzt wird mir scheißegal war. Mhm. Super. France? Ach, von Freya. Okay. Ja, nicht, dass Freya hier irgendwie großartig Schaden machen würde. Mit ihrem Sprung, von daher. Natürlich bin ich ein Knauser. Hallo? Jo, macht jetzt gerade eh alles keinen Schaden. Nasser hoch. Einfach um mal zu sehen, wie viel Schaden das machen würde. Verfehlt. Echt jetzt? Wow. Wow. Okay. Tschüss, du Mistviech. Oh, Sanctus ist einfach so ein böse geiler Spell. Der macht so fucking viel Schaden, das ist so schön. Yay, Insulin, Konter, nice, nice. Einer ist alle, alle sind einer. Ihr könnt das Siegel nicht brechen. Halt die Klappe, Alter. Vielen Dank für den Follow, Patrick. Was ist eigentlich lieber, Patrick oder Patrick? Ich kenne beides. Ich kenne zu beiden Aussprachen Leute, die es bevorzugen. Gleich hier runter. Dum, 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 dum. Ach, Quatsch. Zu tief. So. Irisch. Irisch. Patrick.
Okay. St. Patrick's Day, hä? Kriegt das R nur leider nicht so schön gerollt, wie die Iren das machen. Damit kann ich also leider nicht dienen. Da kommt man ja hier. Macht mal alles so ein bisschen Schaden auf das Viech. Wow. Als ich ein bisschen Schaden meinte, meinte ich ein bisschen mehr als 400 und... Danke, Quinner. Patrick, weißt du eigentlich, wie die Schadensberechnung von Quinner funktioniert? Weil die ist sehr random. Und ich verstehe nicht, warum. Und? Nee, Mist. Ich dachte, wir kriegen ihn noch weg, bevor Quinner stirbt. Ich kann ja mal googeln. Schadensberechnung. Quinner. Das habe ich gleich noch nie gemacht. Quinners Schaden. So. Mal gucken. Bum, 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 bum. Bla bla bla. Aha. Okay, hier haben wir einen schönen langen Beitrag dazu. So. Okay. Ach. Ist auch eine Hypothese. Tja. Nö, nicht sinnvolles. Naja. Ja gut, Krückenfall ist mir klar, das weiß ich. Ja, ich habe gerade gelesen, das wurde in einem Forum gepostet. Je stärker die Waffe ist, desto mehr gehen Minimal- und Maximalwert vom Schaden wohl auseinander. Also der Zufallswert wird größer. Was ich auch irgendwo sehr interessant finde. Ja. Das wäre halt auch echt interessant zu wissen, warum. Warum ist so eine Sache. Oder wie sich das genau berechnet. Naja. Oh, ich habe vergessen, wieder zu beleben. Ha! Mensch. Bin total klug und so. Hey, Magie, Engel. Mach mal. Kümmer dich mal. Mein Nightbot ist verdammt redewidrig, ja. Definitiv. Ich muss ihn auch mal ein bisschen umkonfigurieren. Hatte ich aber bisher noch keinen Bock drauf. War ich zu faul. Oh, Lex wieder am Ohr hier. Mon.
Ist Gibbots doch nett. Okay, das ist besser. Damit kann ich umgehen. Mit dem Schaden jetzt nicht so sehr, aber hey. Ja, geht schon. Geht schon. Hatte ich eigentlich... Eberos... Fuck! Ich muss noch einmal gegen den Kerberos kämpfen. Unbedingt. Ich habe den noch nicht gefressen, sehe ich gerade. Nicht gut. Den Reinkarnat will ich gerne haben. Das heißt, wir werden gleich mal einen Encounter mit einem Kerberos noch versuchen zu erzwingen. Naja, passiert. Ariman, nee, dich brauche ich nicht mehr. Dich habe ich schon mal gefressen. Okay, das finde ich jetzt uncool. Außerdem finde ich es gemein, dass man, wenn man immer Hast hat, und trotzdem noch in Stoppzustand kommen kann. Weil irgendwie widerspricht sich das ja auch so minimal, ne? Naja. Wow, das ist eine gute Heilung. What the fuck? Medica müsste auch einen Stopp heilen. Glaube ich mal. Der hat mir auf jeden Fall als mieser Zustand angezeigt. Nö. Ist wurscht. Okay. Dann leg mir doch am Arsch. Noch ein Blaster. Ja, klar. Auf Aiko. Toll. Mensch, Quinna, du kannst Schaden machen. Das waren ganze 1000 Schaden. Bist du dir sicher, dass es dir gut geht? So. Was zum Teufel? Ich glaub's ja nicht. Quinna macht Schaden. Wow. Dass ich das noch erleben darf. So, geht doch. Bald alle 400 Heils zu warten? Nee. Darauf habe ich gar keinen Bock. Nee. Darauf hat auch Quinna keinen Bock. Deswegen hat er sich mal ein bisschen angestrengt, was den Schaden angeht. Wow. Ich wollte gerade an diese blöde Röhre ranspringen, ne? Naja. Oder Säule. Wie auch immer. Ah, ein Kerberos. Okay. So, wie viele HP hast du? 7000. Gut. So, 1,8. Rechnen wir mal mit 2,5. Drei, zwei, fünf, fünf glatt, etwa, brauche ich noch ein bisschen was, sollte passen,
Das sollte so passen. Pole Dance Stange. Ja, gut. Außer fucking sie dann crittet jetzt. Wow. Vielen Dank, du Mistkerl. Mann. Komm mir doch nicht mit so einem Scheiß. Yo. Yo. Heiko. Lindern wäre eine Idee. Könnte man tun. Immer Levitas und Wicht wäre auch eine Idee. Anfeuern wäre erst recht eine Idee. Oder die MP nochmal um 20% steigern. Das wären alles so gute Sachen. Das wäre alles so gut. Mann, Mist. Glaube ich, erst mal aufs Anfeuern. So. Mal Levitas. Immer hast. So. Psst. Psst. Das habe ich nie behauptet. So. Können wir hier schnell mal rausnehmen. Den Kannibalen und Wilhelm Tell. Wie immer hast. Sehr gut. Und hier können wir rausnehmen. Thermometer. Und hau den Lukas für immer hast. Den immer hast, ist immer gut. So. Okay. Komm noch MP, ist mir aber egal. Wir haben mehr als genug Äther. Ich hatte das halt mehr so ganz im Kopf, Patrick. Hilfe! Sidan ist also noch. Ey, ist alles in Ordnung. Ich sehe Sidan. Oh, von so einer Kleinigkeit kriegt eine Dame wie ich keinen Schreck. Auf dem Hinweg zeigte sie keine Reaktion, aber auf dem Rückweg schnappte sie zu. Eine ziemlich ausgeklügelte Falle. Was machen wir uns hier einen kleinen Kopf? Hauptsache uns ist nichts passiert, oder? Lasst uns rausgehen. Draußen warten schon alle. Kann ich hier reinspringen? Nee? Darf ich nicht? Mist. Ich will da rein! Weil da drunter könnte die Kiste sein. Na gut. Hier schon wieder. So. Na dann, komm mal her hier. Friss den Sanctus. Das Sanctus, wie auch immer. Du kriegst jetzt einen Sanctus ab, so. Sehr gut. Oh, der Spell macht so schön viel Schaden, das ist so geil. Das ist so gut. So ein grandioser Spell. Amethyst. Okay. So. Hast du jetzt einen Brief, den du versenden willst? Nee. Gut. Selten wir mal eine Runde. Zelten wir mal eine Runde.
und speichern dann auch mal wieder eine Runde.